Hui. Nächster Redner ist Christoph Wawrig von den NEOS. So. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister Hohes Haus, liebe Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Ich möchte heute Abend in der Eile einiges zum Gesetz über österreichische Beiträge an internationale Finanzinstitutionen bemerken. Das Gesetz bedeckt zwei Maßnahmen. Zum ersten die Wiederauffüllung des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, kurz dem IFAD, in der Höhe von 16 Millionen Euro. Der IFAD ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und sein Mandat ist die Armutsbekämpfung im Landwirtschaftsbereich. Der IFAD agiert global und wir glauben, dass der IFAD eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der extremen Armut leisten kann. Der Beitrag von 16 Millionen ist auch auf die österreichische Oderquote anrechenbar. NEOS unterstützt daher die Wiederauffüllung des IFAD. Die zweite Maßnahme in diesem Gesetz betrifft den Beitrag Österreichs zur Kapitalerhöhung der Interamerikanischen Investitionsgesellschaft, kurz IIC. Kosten für den Steuerzahler, sind keine da, aber vielleicht vor dem Fernsehen, 8,1 Millionen Euro. Und hier können wir nicht mit. Die IIC ist eine Schwesterorganisation der Interamerikanischen Entwicklungsbank und ihr Mandat ist die Privatsektorfinanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen, und zwar beschränkt auf die Region Lateinamerika und Karibik. Soweit so ehrenhaft. Aber angesichts der Mühe, die wir haben, unsere EZA-Beiträge zu halten, geschweige denn zu erhöhen, und angesichts der Tatsache, dass der Fokus der EZA auf die Nachbarschaft sein sollte, sprich Afrika, Mittlerer Osten und Westbalkan, sehe ich überhaupt keinen Anlass, mehr als 8 Millionen Euro an wertvollem Steuergeld in die IIC zu versenken, nur um den Anteil Österreichs an dieser Institution zu halten. Und noch zwei Punkte zum IIC. Es ist bezeichnend, dass weltweit lediglich 43 Länder Mitglieder sind, davon nur 13 europäische Länder. Also andere haben sich offensichtlich auch die Frage gestellt, was haben wir dort zu suchen, und die Frage verneint. Und das letzte Tüpfelchen auf dem I bitte. Bei der IIC-Kapitalerhöhung ist keine Evaluierung vorgesehen. Mit anderen Worten, die Regierung, der Herr Bundesminister, bittet uns, die Volksvertreter, 8 Millionen Euro Steuergelder in die IIC zu stecken und gibt gleichzeitig freimütig zu, dass sie keine Absicht hegt, je nachzuschauen, ob und wie sinnvoll die Aktivitäten der IIC sind, darüber zu berichten und somit vor dem Steuerzahler Rechenschaft über die Vergabe dieses Steuergeldes abzulegen. Aus diesem Grund habe ich hier einen Antrag auf getrennte Abstimmung gestellt, damit wir der IFAD Wiederauffüllung zustimmen können und damit wir die Teilnahme an die Kapitalerhöhung der IIC ablehnen können und das ersparte Geld sinnvolleren Entwicklungs- und humanitären Projekten zukommen lassen können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Der IFAD, der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, könne einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Armut leisten, sagt Christoph Wawrig, Außenpolitik-Sprecher der NEOS.